Hallo und willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir, der Selina. So, und ich habe tatsächlich vergessen aufzunehmen, wie ich das alles geholt habe. Das tut mir leid. So, aber ich wollte jetzt hier Heat, ne? Wir wollten ja die Zweier Solardinger bauen und die Heat-Dinger. So. Da müssen wir gucken, dass wir uns das Aluminium richtig dingsen. Ne? Richtig einhalten. Okay, das hier wollten wir auch noch bauen. Das ist 15 Energie. Okay. Also, passt auf. Hier sind 3,5 pro. Hier sind 0,3. Okay. Also so ein Zweier lohnt sich halt natürlich dicke. Ne? Dicke mehr. Wir machen das folgendermaßen. Hä? Wieso sagte mir, dass ich... Was ist los? So. Wir packen mal ein bisschen was weg. Ach, zum Beispiel die Sauerstoffflaschen. Die brauchen wir gerade nicht. Danke dafür. So, ich will nämlich hier ein bisschen Platz machen. Ist nicht schlimm, wenn das, wenn Heat mal ein bisschen jetzt weg ist. So. Das Iron kommt hier nicht rein. Weil wir wollen ja die Zweier hinmachen. Und dafür brauchen wir ja Platz. Hier hinten. Okay. Ich würde sagen, ein Strom. Nee, machen wir zwei Strom. Wir machen zwei Strom hin. Genau, machen zwei Strom. Und... So. Zwei Strom. Eins. Was fehlt? Oh, Kobalt. Dieses Kobalt. Oh, ich bin schon überlegen, ob wir vielleicht drei Strom machen. Weil wir brauchen den Food. Wir brauchen das Heat-Zeug und den Food. Ich glaube, wir machen drei. Wir gehen gleich sowieso weiter auf die Suche nach Aluminium. Ich würde tatsächlich jetzt tiefer in die Höhle reingehen, weil wir haben ein bisschen Sauerstoff. Ich würde tiefer in die Höhle reingehen und da dann gucken. So, ich würde dann jetzt dreimal Strom machen. Von den großen. Die kleinen lassen wir erstmal, bis sie bedeutungslos werden. Weil das ist ja, es ist halt einfach so, ja. Mit der Zeit werden die Dinger bedeutungslos. Ach komm, ich mache eins da, eins da. Eins an jeder Seite. Aber dann kann ich da das andere... Ach, Magnesium. Das steht doch überall hier rum. Also Magnesium ist ja überall. Gefühlt. So. Mach mal drei Stück. Das müsste ja dicke reichen. Hier können wir, glaube ich, zwei Heater machen. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, es sind zwei Heater, die wir damit machen können. So. Und die Heater, die zwei Stück, sind dann halt um einiges besser, ne? Also wir müssten jetzt, genau, 65 kW haben wir. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, dass das Ding alleine hier 15 ist. Und das ist ja auch wichtiger als der Heater. Das heißt, den Food-Prozessor stellen wir jetzt erstmal hier her. Ach, ich erze kein Wasser mehr. Oh Gott, jetzt habe ich das letzte Wasser getrunken. Ich habe auch kein Eis. Ich habe auch kein Eis mehr liegen. Ich sammel's ja nie. So, hier liegt einfach wirklich überall Eis rum, weil ich es nicht einsammel. Naja. stelle ich mir gleich mal ein bisschen Wasser her. Muss ich ja sowieso wegen dem Food. Ich weiß nicht, ob ich eins oder zwei herstelle. Also ich mache erstmal ein. Noch habe ich ja auch die Tüten. Noch ist es nicht so wichtig, dass es existiert. Aber es wäre halt... Also so eine Grundnahrungsversorgung sollte schon stehen. Habe ich gehört. So. Okay, dann... Können wir... Ach, jetzt
Ich brauche immer Eisen. Ach, na, wenn es sonst nichts ist. Ganz ehrlich, Eisen ist ja das kleinste Problem, das wir haben. So. Stellen wir hier in unsere Pflanzenregion. Was wollen wir? Da steht auch nicht, was irgendwie am meisten gibt, ne? 40. Müssen wir ausprobieren. Ich glaube tatsächlich die Bohnen, weil die sind bis jetzt an der Rarität. Wenn man mal guckt, die anderen, die Aubergine haben wir am meisten. Squash war, glaube, war Squash nicht Radieschen? Nee. Radish. War Radish nicht? Ach, keine Ahnung. Wir machen Beans. Wir gucken mal, die Bohnen sind eigentlich immer sättigend. Der Bohnen sind sättigend. Ach komm, Bohnen sind sättigend. So, man kann viel über Bohnen sagen, aber sättigend sind so. Ich hasse Bohnen. Gut. So, dann bauen wir anscheinend 3 Heater, oder? Nee, wir wollten ja noch das Ding hier bauen. Also lassen wir ein Aluminium übrig, aber brauchen 2 Heater. Okay. Zweimal Heat. Zweimal Heat. Und dann oben die Antenne ruf. Ruf-tata. So. Ja. Okay. Ja, ist ja Platz sparend, ne? So. Und dann die Antenne. Ich meine, wir können die Antenne oben drauf machen. Oder, wenn wir nicht oben drauf kommen, stellen wir aber hier hin. Okay, die dreht sich. Also ist vollkommen egal, wo wir sie hinstellen. Hier, der Beacon. Den müssen wir auch mal bauen. Da können wir nämlich von Weitem sehen, wo unser Dingsbums-Dings ist. Dafür brauche ich Eisen, Silikon, Magnesium. Ja, wir haben die großen Schränke. Da kann ich mich zwischendurch mal farmen gehen. Silikon haben wir bestimmt auch gebraucht, oder? Eisen kann ich mich noch erinnern und Magnesium. Entschuldigung. Silikon brauchen wir nochmal einmal. Oh, Silikon muss ich unbedingt wieder farmen gehen. Also. Aber wichtig wäre halt natürlich, dass wir jetzt mal zwischendurch gucken gehen. So. Der dritte Bildschirm. Ja, so sieht doch jedes Gaming-Setup aus, ne? So, this is an automated message. Convict. Was? Ich bin ein Gefangener. You chose to commute your sentence into an expectation. If you want to be released of all of the charges pending against you, you'll have to fully terraform this planet. Ja, also im Groben und Ganzen, ich habe mir das schon mal durchgelesen. Es geht darum, dass wir eigentlich ein Gefangener sind und auf diesen Planeten zur Wiedergutmachung geschickt wurden. Das heißt, wir sind hier, um den Planeten wieder herzustellen. Und als Wiedergutmachung werden wir dann halt, also ja, und wir werden dann befreit von allem. So, ne? Wir waren dann ein gutes Mädchen und sind frei. Sollte es passieren, dass wir hier sterben, beziehungsweise sollte es halt passieren, dass unser Signal verschwindet oder wir abhauen oder sonst irgendwas, werden wir nicht der Sachen, also werden wir nicht befreit von den Anschuldigungen. Beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür. Von den Anschuldigungen. Ja, genau. Von den Anschuldigungen. Also, ne? Dann bleibt alles wie gehabt. Alles, ja, wie gehabt. Man kann sich auch 5-mal wiederholen. Ja, und das ist jetzt das Ding. Wir sind jetzt hier und versuchen einfach uns davon zu befreien. So, und jetzt haben wir noch eine Nachricht bekommen. Zack. Your planet specification unnamed, corporation ownership unclaimed. Achso, genau, in der Sentinel Corp Dings steht da übrigens auch drin, dass ich nicht das Ding nicht mir gehört. Also ich darf nichts claimen auf dem Planeten. Habitation Level 0. Sektor. Okay, keine Ahnung. History unknown.
Unnamed planet is located in the Israel Prime Sector. A pre-civilization sector crossed mostly by trade ships to travel between big space ports. Okay. The sector counts planets and okay. It has been identified as one of the possible candidate for future colonization. Okay. Gut, dann haben wir ja ein bisschen was rausgefunden. Okay, also das läuft. Heat läuft jetzt mit 10 Prodings. Da oben. Also mein Wunsch wäre es jetzt bei alle auf 10 zu bekommen. Das ist so das nächste, wo wir jetzt Stück für Stück dran arbeiten, dass wir das alles auf 10 bekommen. Dann müssen wir gucken, dass wir Sauerstoff noch ein bisschen weitermachen. Dann werden wir bei Zeiten alles, was wir hier haben, upgraden. Mit Schränken. Das mache ich dann aber wahrscheinlich zwischen den Folgen, dass ich das dann alles abreiße und so. Weil das ist eigentlich nur ins Inventar nehmen, hinstellen, ins Inventar nehmen, hinstellen. Wir Süßen gehen jetzt los. Essen. Trinken. Fully. Okay, gut, dann warten wir, bis es runter ist. Ne? Von daher, wir Süßen gehen jetzt los. Sauerstoff können wir ruhig ein bisschen mehr mitnehmen. Ich will nämlich jetzt mal da hinten beim Berg gucken. Da. Aluminium. Wir brauchen sehr viel Aluminium. Und wie gesagt, ich habe letztes Mal da drinnen ganz viel Aluminium gefunden. Da drinnen in der Kiste war ja kein Aluminium mehr. Wir hatten ja als erstes das ganze Aluminium mitgenommen. Und von daher... Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Aber ich glaube, da drinnen bin ich sicher, ehrlich gesagt. Ich hoffe, da drinnen bin ich sicher. Help? Okay. Also wenn das da oben einschlägt, kommt das dann hier unten raus, oder was? Help. Okay, das ist Eis. Das ist Iron, glaube ich, gewesen. Müssen wir mal gucken. Aluminium. Also wie gesagt, ich war hier auch noch nie richtig drinne. Ich würde gerne mal da hinten so hingehen. Oh, da ist Aluminium. Ja, die Heat-Dinger. Ah, komm, wenn wir mal hier sind, kann man die mitnehmen. Wobei wir ja schon einige davon liegen haben, ne? Das ist Eis, ne? Das ist Eis. Finde ich auch lustig. Eis und Hitze, ne? Iridium zusammen. Hm? Aber ich brauche das Aluminium. Das sind immer diese komischen rausstehenden Kristalle. Die aussehen wie Aluminiumfolie. Wer hätte es gedacht? Ach komm. So. Oh. Das sieht nach einer besonderen Kiste aus. Na, wahrscheinlich ist es aber eine ganz normale Kiste. Die aber besonders aussieht. Also wie gesagt, hier war ich noch gar nicht drin. Aber vielleicht ist da nochmal ein neuer Bauplan. Neuer Blueprint. Silikon. Ja, oder... Oh, Mushroom Seeds. Und viermal Aluminium. Also allein für das Aluminium hat sich das sowas von gelohnt. Und hier ist nochmal Aluminium. Also Aluminium habe ich jetzt ordentlich. Silizium brauchen wir sowieso immer. Können wir auch mitnehmen. Silikon. Silizium. Ich bin auch so ein Silizium. Hier um die Ecke ist Nikis. Da unten. Oh, Oxygen ist nicht schlimm. Ha, Oxygen ist nicht schlimm. Oxygen ist nicht schlimm. Das reimt sich sogar. Entschuldigung. Ach ja, ach ja, ach ja. Wir hüpfen erstmal da hoch. Vielleicht haben wir da nochmal... Oh nee, ich habe da hinten ein Aluminium in der Augenwinkel entdeckt. Das holen wir uns natürlich. Zack, meins. 3, 2, 1, meins. Ist da nochmal eine Kiste? Nö. Da ist nochmal ein Aluminium. Oh, jetzt haben wir so viel Aluminium. Alter Schwede, schaut euch das an. Schaut euch das an. Weil wie gesagt, den Rest können wir eigentlich easy peasy direkt vom Schiff farmen. Mehr oder weniger. Ich meine, so ganz easy peasy, wie ich das so sage, ist es ja auch wiederum nicht, ne? Sonst, da wäre nochmal Eisen drinne, brauchen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt mal da hoch. Das ist nämlich, glaube ich, das ist der Höhlenausgang oben, ne? Und wir müssen mal gucken, ob wir einen stärkeren Zerstörung... Ich glaube, wenn wir einen stärkeren Zerstörungslaser haben, dann können wir solche Sachen hier aufbrechen, oder? Melt at...
schmilzt. Wenn ich, ach so, wenn ich die Hitze so hoch bekommen habe, dann schmilzt das Ding hier weg. Das ist ja geil. Das ist geil. Oh, da ist nochmal eine Kiste. Komm, gib mir. Chip, ja, ja, ja. Gut, Eggplant lasse ich hier, Radish lasse ich hier. Oder ist ja kein Radish, aber ihr wisst, was ich meine. Und Aluminium. Ja, ich muss Aluminium. Leute, ich muss das Aluminium muss ich mitnehmen. Das ist so das nächste Ding, das ich unbedingt brauche. Das ist Aluminium. Das essen wir. Und das Uranium nehmen wir auch mal mit. So. So. Machen jetzt sowieso nur mal einmal Sauerstoff rein und dann nehmen wir das hier auch mit. So. Jetzt ist aber gut. Jetzt so. Ah ne, ich habe da noch ein Aluminium. Egal. Ich weiß noch im Hinterkopf, dass hier oben, hier hinten, noch ein Aluminium steht. Falls irgendwas sein sollte, falls mir ein Aluminium fehlt, dann werde ich zurückdenken an diesen Moment und mir denken, oh, verdammt. Nee, aber ich werde ja sowieso die Kiste irgendwann holen wollen, tun, werden, machen. So. Die Frage ist auch, ob der Sandsturm irgendwann weggeht. Weil ich denke mal, also ich bin mal gespannt. Also ich weiß ja, dass nach dem blauen Himmel kam halt auch, dass man Regen. So, dann haben wir da hinten. Seht ihr das? Da hinten sieht man schon. Ich denke mal, das wird auch alles schmelzen. Ab 100. Krass, ey, da sind wir ja schon fast. Ja, das ist geil. Hm? Okay. Oh, ich bin so gespannt, eure Kommentare zu lesen. Ehrlich. Ah. Ich denke, Mina ist sowieso wieder mit dabei. Also, okay, ich hoffe es. Ich hoffe es. Wissen tut man ja nie alles direkt im Leben. So. Man kann es ja immer noch hoffen. So, ach nee. Das habe ich gebraucht. Was haben wir? Was haben wir? New Mining Speed Dreh 3. Geil. Also bald brauchen wir gar nicht mehr meinen. Da klicken wir nur und dann macht's plupp. So. Wir werden dann gleich mal gucken, wie viel Nahrung das gibt, wenn das fertig ist. Bei 72% ist es. Okay. Also, wir haben jetzt genug Aluminium, um draußen ordentlich Strom aufzustellen. Was haben wir gebraucht? Wir haben Titan gebraucht und wir haben Eisen gebraucht. So, dann können wir nämlich ein bisschen Aluminium. Oh, Leute, wisst ihr, diese Aluminium-Farm-Runde hat uns einfach so weit nach vorne gebracht. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, vielleicht. Scheiße. Jetzt müssen wir alles andere farmen. Oh nein. Es ist halt auch, wir brauchen halt dann auch so viel davon, ne? Also eins, aber Kobalt. Kobalt. Brauchen wir da ein bisschen mehr. Okay. Wir brauchen wir brauchen gar kein Titan. Was habe ich mit meinem Titan? Die normalen Dinger brauchen, glaube ich, Titan, ne? So, 4 Stück. Oh, New Message. Hallo. Wer schreibt mir? Oh, von Riley. Hello, I finally managed to locate the system they sent you in. I don't have much time, but I'll try to give you some advice. Okay, Riley scheint unser Freund zu sein. Oder Frau, oder Mann. Hat es endlich geschafft, herauszufinden, in welchem System ich untergebracht wurde. Sie hat nicht, oder er, es, Riley, hat nicht viel Zeit. Aber sie versucht, oder, aber die Person versucht, uns einige, wir sagen jetzt einfach, es ist eine Frau, okay? Es ist unsere Frau. Wir sind ein Mann, wir gehen davon aus, wir sind ein Mann und gut, so. Okay, okay, sie will uns ein paar Tipps geben, aber es ist fast unmöglich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das schaffen, sehr gering ist oder fast unmöglich. Ja, ansonsten, man soll, Okay, passt auf. Hier steht, in your pot. Okay.
Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man den Unterschied zwischen dem O und dem D. Aber wenn man so einfach durchliest, dann Pot, ja? Also, im Englischen ist Poo, also mit zwei O, heißt, Scheiße. Und... Du kannst Raumfahrtnahrung finden in deiner Scheiße. Ja, gut. Ja, es sind halt so ein paar Tipps, aber es ist halt einfach. Ist okay. Vielleicht lache ich doch vielleicht ein bisschen mehr, als ich sollte. Aber ich find's lustig. Gut. So, Magnesium haben wir noch gebraucht. Das haben wir auch geformt. 4 Stück. Wir haben aber nur 3 Silicon. Also, wird wohl nix. Ne? Was haben wir noch gebraucht? Kobalt. Kobalt gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen farmen. Weil das, was wir haben, das wird uns nicht ausreichen. Weil ich will mal mindestens jetzt 3 Stück hinstellen. Und das heißt, wir brauchen mindestens 6 Kobalt-Dinger. Wenn ich jetzt nochmal ein Silicon finde, ich glaube, da hinten habe ich eins gesehen, dann können wir sogar 4. Aber da muss ich gucken, dass ich Kobalt farme. Weil das Magnesium haben wir hinten liegen. Oh, mein Auge juckt gerade. Sorry, Leute. Auge, hör auf zu jucken. So. Super. Okay, wir haben jetzt für 3 Stück. Ich habe gerade gesehen, wir können auf jeden Fall nochmal 4 Stück... Ja, wir kriegen 4 Stück hin. Dadurch, dass wir das Silikon jetzt nochmal gefunden haben, dann haben wir wenigstens schon mal für Strom gesorgt. Und ansonsten haben wir da ja jetzt auch wieder viel rumliegen. Ich würde dann auch... 2, 4... Uns fehlt 1. Oh, jetzt ist mir das Eisen rausgefallen. Ah, das ist ja doof. So. Ist mir das Stück Eisen rausgefallen. Ja, passiert, ne? Passiert. So, Sauerstoff schnappen. Und dann können wir auch schon Strom bauen. Okay. So. Komm schon. Ja. Du willst doch auch. Das ist zu weit hinten, oder? Ach Leute, es tut mir leid, dass ich so perfektionistisch bin, dass ich das dann auch genau da haben will, wo die anderen stehen. Ich finde es halt aber auch lustig, ne? Dass das manchmal irgendwie nicht so richtig geht. Dass ich es halt weiter hinten machen kann, aber hier weiter vorne nicht. Ich will es aber schon in einer Linie haben. So. Boah. Okay. Dann können wir gleich das Magnesium nochmal rausholen. Zack. Ja, guck's ein bisschen drüber. Naja, was soll's. Sehr gut. Ich glaube aber tatsächlich, das ist hier viel enger als da vorne. Das heißt, egal. Nein. Nicht drüber nachdenken. Wir schnappen uns jetzt einfach dieses Magnesium hier. Da. Wisst ihr, wie viel Strom wir jetzt haben? Gut. So. Nice. Leute, nice. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Und bam, 106 kW zu viel. Noch. Denn ich würde gerne... Es ist schon fertig. Ja, es ist fertig. Okay. Wie viel Essen gibt es? 60. Okay, das geht ja, glaube ich, nicht kaputt. Das heißt, wir pflanzen jetzt das nächste an. Und das nächste und das nächste und gucken. Ich würde jetzt das nächste tatsächlich den Mushroom mal gerne ausprobieren. Und dich nehmen, legen wir mal hier rein. Also, müsste ja nicht kaputt gehen, ne? Nee. Sieht nicht so aus. So, ich würde gerne diese Tubes hier bauen. Weil wir davon... Oh, wir haben die Dinger. Die Dinger können tatsächlich draußen stehen. Ah, da brauchen wir aber wieder Aluminium, ne? Aber das,
Das produziert halt 13 Oxygen. Also eins davon produziert 13 Oxygen. Und wir haben 3 Stück von diesen Pflanzen. Das heißt, wir können die drauf. Und dann macht es nochmal 200% mehr. Okay, also das ist insane. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Passt auf, wir brauchen Wasser. Das heißt, wir müssen Eis holen. Wir holen jetzt Eis schnell. Oh, wir sind schon drüber. vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.